geh mal nach Saudi-Arabien und beleidige mal Mohammed oder so. Oder warum sollst du in Saudi-Arabien beleidigen? Warum will er unbedingt Menschen beleidigen? Warum will dieser Gestalt, farblose Gestalt, immer jemanden beleidigen? Versuch doch einfach mal ohne beleidigen. Geh mal zu Saudi-Arabien und beleidige mal Mohammed. Warum? Warum soll man Jesus beleidigen? Warum soll man Mohammed beleidigen? Sag mal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, fangen jetzt mit dem zweiten Teil inshallah an. Heute Morgen hatten wir schon ein erstes Video gemacht. Heute gegen Mittag hatten wir das Video hochgeladen. Das allererste Teil, das ging um den Attentat in Neuseeland, was ausgeübt wurde. Ja, und zwar in zwei Moscheen war es gewesen, wo einfach ein verrückter Kranker einfach geschossen hat und Muslime ja auf brutalste Art und Weise getötet hat. Und ich habe mir das Video komplett angeschaut. Das sind 11 Minuten gewesen. Subhanallah, yani, dass dieser Mensch fährt mit Auto rum und dann schießt er Muslime ab in der Moschee und dann geht er wieder rein und steckt ins Auto ein und fährt er weiter, ob nichts wäre. Subhanallah, yani, wie krank dieser Mensch ist. Und wir werden inshallah heute den zweiten Teil nochmal starten, weil Amir hat auch ein Statement dazu abgegeben. Subhanallah, diese Menschen lernen einfach nicht, dass sie an diesem Tag noch weiterhin hetzen und ihre Hetze noch verbreiten, ja, obwohl die gar nicht merken, dass sie mittendrin sind, dass sie mitbeteiligt sind. Natürlich hat er jetzt mit diesem Tat nichts zu tun, ja, ich denke mal schon, dass er nichts damit zu tun hat, aber es kann ja jederzeit hier auch in Deutschland was passieren. Wenn hier jetzt in Deutschland irgendwo durch seine Videos irgendjemand jemanden umbringt, wie will er das rechtfertigen? Was will er dazu sagen? Was will er dazu sagen? Ja, und dass er immer noch weiterhin hetzt und er fängt mit einem Lächeln, mit einem Lachen sein Video an. Ja, es gibt nichts zu lachen und trotz allem fängt er mit einem Lächeln an. Wir werden inshallah das Video jetzt Statement nochmal abgeben, dass er weiterhin hetzt, ob nichts wäre, großartig versucht es recht zu fertigen. Nö, das werden wir eingehen inshallah. Ich will nur eine Sache noch hinaus. Erstmal möge Allah subhanahu wa ta'ala deren als Märtyrer tot, den yani mit Firdaus Allah belohnen, ja. Inshallah werden die mit Firdaus Allah belohnt, denn diese Menschen sind gestorben in einer Moschee. In einer Moschee. Und das ist der beste Tod überhaupt. Nicht auf diese Art und Weise, aber dass man bei der Ibadah, yani an Jumma, yani vorbereitet, Jumma geht und dann noch stirbt, yani. Subhanallah. Natürlich, das ist auch was Gutes steckt da auch dahinter gerade. Dass diese Menschen in einer Moschee gestorben sind, andere sterben irgendwo anders, wo die gerade sündigen, irgendwo vielleicht Alkohol trinken oder wo die Unzucht treiben oder wo, ich weiß nicht, irgendwo, wo halt Sünde ist. Subhanallah, stell mal vor, das ist das allerletzte, wo sie sich mit der Dunya sich verabschieden. Das allerletzte, was sie tun. Und diese Menschen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, die waren bei der Ibadah gewesen. Und Alhamdulillah, möge Allah die mit Firdaus Allah belohnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala deren Familien viel Geduld geben, weil die brauchen gerade wirklich Geduld. Also wie gesagt, mit Firdaus Allah belohnen. Amin, Amin, Amin. Wir schauen uns inshallah mal diese Fresse mal an. Ja, subhanallah, dass er immer noch weiterhin hetzt. Unglaublich, ich kann es nicht fassen, dass er an diesem Tag auf diese Art und Weise noch ein Video macht. Guckt euch das mal an. Inshallah, wir werden natürlich nicht das ganze Video anschauen, wir werden nur einige Punkte eingehen. Ich habe mir das Ganze auch gar nicht angeschaut, sage ich dir ganz ehrlich. So. Als ich mir das Video nochmal angeguckt habe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich warte mal, bis ein paar Leute. Es sind Muslime gestorben, der grinst gerade, lacht. Was gibt's da zu lachen, sag mal? Wo die Menschen trauern, ja, und der lacht einfach darüber. Das zeigt, dass sein Herz gerade eigentlich keineswegs, yani, trauert. Keineswegs. Hat auch gar nicht in dem Video gesagt, so wie ich weiß. Wie er grinst. Müsste jemand hier reinkommen? Ich meine, ganz ehrlich, es gibt doch nichts zu lachen, oder? Gibt es gerade auch was zu lachen, gerade in dem Moment? Er sagt, möchte jemand hier reinkommen und lacht dabei. Obwohl da gerade Menschen gestorben sind. Das geht um, also er will ja gleich auch das Thema aufmachen, ne? Es gibt hier wirklich in dem Moment auch nichts zu lachen, dass man sagen kann, okay, da gab es ja vielleicht was zu lachen und dies und das. Er guckt in die Kamera rein, möchte jemand reinkommen? Was ist das?
Sag mal, was ist das? Ist das? Ja, das ist es, die Heuchelei. Er heuchelt einfach. Mit mir reden? Und subhanallah, er ruft immer wieder auf die Leute, dass sie mit ihm reden wollen. Und es gibt keinen, der mit ihm reden will. Wer will denn seine Stimme jetzt zeigen? Überlegt euch mal. Wer will denn sagen, ey Amir, ich finde es gut, was du da machst? Schreiben kann jeder. Alles Fake. Fake-Accounts und manche AfD-Leute. Aber wer ist so mutig, dass er ihnen Recht gibt bei einem Audio- oder Gespräch, Live-Gespräch? Oder derjenige, der sein Gesicht auch zeigt? Außer seine eigenen Leute. Das meine ich jetzt natürlich nicht. Also ich einfach beginnen. Guck mal. Was gibt's da zu lachen? Es sind 49 Leute gestorben. 49 Leute auf brutalste Art und Weise gestorben. Und du bist hier am Lachen und Grinsen und versuchst deine Show abzuziehen. Möchte jemand mit mir reden? Kommt alle rein? Was gibt's da zu lachen? Entweder lachst du... Du kannst ja lachen. Lach in deinen vier Wändern. Aber du lachst hier in der Öffentlichkeit, zeigst du, präsentierst du, ja, und machst ein Video, wo es um den Attentat geht und lachst dabei. Du lachst dabei, auch wenn du das jetzt sagst, nö, ich lache jetzt nicht aus, ich lache was anderes. Aber was gibt's da zu lachen? Lass uns mitlachen. Verstehst? Machen wir mal weiter. Also es ist wirklich erbärmlich. Widerwärtig, widerwärtig. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich hatte letztes Mal beobachtet in meinem Livestream, als ich die ganze Zeit gefragt habe, wer reinkommen möchte, das kam erst voll spät an, obwohl ich, also da habe ich schon den Stream beendet, auf einmal sehe ich später, hey, das habe ich doch gar nicht gesehen, als ich mir das Video nochmal angeguckt habe. Ja, auf jeden Fall, wenn jemand gleich reinkommen möchte, dann gucke ich mir das nochmal kurz an, dann muss ich mal nochmal darauf achten, ob jemand hier mit mir reden möchte. Ja, auf jeden Fall das Thema, was mich gerade auch sehr beschäftigt, ist dieses mit Neuseeland, da die Muslime ja wieder überall das ganze. Guck mal, wie er das Thema anfängt. Statt zu sagen, ja, das war falsch, das ist mein Beileid, die Muslime sind betroffen, ja, das dürfte nicht passieren, von mir aus, ja, aber sie sind betroffen, das ist falsch und so. Nein, er fängt gleich an mit zu kritisieren, die Muslime zu kritisieren, mit Finger zum Muslime zu zeigen, wieder die Muslime schlecht zu machen. Komm, hört euch mal an, was er hier rausholt. Und die Muslime sind ja nicht die einzigen, die jetzt was posten oder so. Das wird ja überall, weltweit überall gepostet. Ob das jetzt die russischen, die orthodoxen, die christlichen, die amerikanischen Sender, überall weltweit, CNN, BBC, überall wird gezeigt. Das ist ja nicht nur so, dass die Muslime nur irgendwas posten, ja. Das ist doch Quatsch. Ja, einige Muslime kommen auf den Gedanken und sagen sogar, das wäre ein Christ gewesen. Ja, dazu kommen wir gleich. Es wäre ein Christ gewesen, der in die Moschee gelaufen ist und andere Menschen abgeballert hat. Als wenn ich mir das so betrachte, wie einige Muslime so denken, ne, dann denke ich mir wirklich, das kann nicht mehr wahr sein. Während der Jesus Christus sagt, wenn jemand seinen Nächsten liebt, dann tut er ihm nichts Böses. Also können wir nie davon ausgehen, dass sich jemand Christ nennt und andere Menschen wehtut. Genau wie damals dieser Anders Breivik, oder wie der Typ heißt, der auch auf dieser Insel voll viele Muslime weggeballert hat. Oder getötet hat, Entschuldigung, dass ich so rede. Weggeballert hat, ja. Das kommt aus dem Herzen gerade. Er merkt gerade, er macht einen Fehler. Sorry, dass ich jetzt so rede. Wie? Der ist offen, der ist so gerade so, ob er gerade irgendwo Tennis spielen geht oder Fußball spielen geht oder Fitness geht, ja, McFit gehen würde, ja, so. Also wie respektlos es ist, ballern zu sagen, das merkt man, dass es aus dem Herzen auskommt, gerade. Weil er hat gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat und dann hat er auf einmal was aufgehört, das zu sagen. Und das ist einfach was? Respektlos. Respektlos. Da fehlen einfach mir die Worte, ganz ehrlich gesagt. Entschuldigung. Ich habe mich verschluckt. Ja, einem Christen ist es ja nie gestattet, jemanden zu verletzen. Und dann kommen Muslime auf den Gedanken und sagen, ja, siehst du, Jesus hat ja gesagt, ich bringe das Schwert oder ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Das stimmt, die Aussage ist da. Aber die Muslime hören dann auf zu lesen, denn der Herr Jesus erklärt ja, was mit dem Schwert gemeint ist, die Entzweiung. Denn er ist gekommen, Vater von Mutter zu trennen und alles. Dazu kommen wir gleich. Ja, wir dürfen das niemals verwechseln mit dem Dschihad, den Mohammed gemacht hat. Euer Dschihad ist viel schlimmer. Viel schlimmer. Der biblische Dschihad ist viel schlimmer als der Dschihad von den Muslimen. Das ist eine Tatsache. Das müssen wir einfach annehmen, weil dazu kommen wir inshallah gleich. Ein Schwert in alle Menschen reingehauen, die nicht mit ihm einverstanden waren. Guck mal an, also ich will nur darauf hinaus gerade. Wir sind jetzt Minute was?
Minute, Allahu alam, ja, vierte, fünfte Minute, dritte Minute ungefähr um die Dreh. Habt ihr das gemerkt? Wisst ihr, was ich meine jetzt damit? Er kommt, das Thema geht wieder was? Mohammed, Islam, Islam ist so. Statt einmal ehrlich zu sein, einmal zu sagen, das war falsch, so zu beginnen zumindest, dass man so direkt anfängt und sagt, das war falsch, ja, das ist nicht biblisch, auch wenn es ein Christ das tut, das dürfte er nicht tun, ja, und das dürfen, so, so muss man doch beginnen, so wie wir Muslime machen, so unsere Videos, wir gestalten unsere Videos so. Aber dieser fängt wieder an, den Islam zu kritisieren. Der Prophet Mohammed hat Dschihad gemacht, bla 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 bla. Merkt ihr an, wie er das ausnutzen will, wie er das zu sich zieht, und habt ihr einmal gehört, Beileid, oder es tut mir wirklich sehr leid, was den Muslimen passiert ist? Nein, das kommt einfach nicht aus dem Herzen. Dieser Mensch ist einfach, der hasst die Muslime, auch wenn er sagt, ich muss die Muslime lieben und bla bla bla, das, ihr wisst selber, ja, das haben wir schon öfters gezeigt in mehreren Videos, dass er eigentlich Muslime und sogar Christen hasst, Aber habt ihr gesehen, 3 Minuten geredet und nicht mal ein Ton über die Leute, die Opfer, dass sie gerade Opfer, Familien der Opfer gibt, dass sie gerade leiden und so weiter, nichts desgleichen, keineswegs. Hören wir uns mal weiter mal an. Genau so sind diese Parabolani, das sind die wahren Verbrecher. Das sind genau die Attentäter. Glaub mir, das ist ein Attentat. Das ist ein Attentäter. Ganz ehrlich. Der ruft auf sowas auf. Indirekt. Ja, der merkt es gar nicht. Der hetzt ja damit. Ich meine jetzt nicht, dass er Attentat ist, dass er jetzt irgendwie Bombenanschläge machen würde und Menschen umbringen würde. Nein, das würde er nicht machen im Augenblick. Natürlich nicht. Dazu hat er viel zu viel Angst. Aber am Ende Hetze. Und die Hetze ist die Ursache dafür, dass diese Menschen in Moscheen gehen, Moscheen anzünden und Muslime töten. Seine Hetze. Das ist es. Ja? Und der ist mitschuldig. Der ist mitschuldig, wenn es hier in Deutschland irgendwas passiert. In einem Merkel-Video bewiesen, dass Mohammed angewiesen worden war von Allah, jeden Menschen zu bekämpfen, bis er die Schahade ausspricht. Also das ist ja Wahnsinn. Wovon reden wir eigentlich? Und wenn Muslime mit diesem Argument dann kommen, bezüglich, dass Christen andere Menschen töten. Also dieser Hadith jetzt zum Beispiel, wir werden mal den Hadith erstmal ganz schnell erwähnen, weil das ist ganz falsch interpretiert, ja. So, hier haben wir den Hadith, was er halt erwähnt, das ist Hadith Nummer 25, Bukhari, Hadith kommt auch woanders vor. Ihm nur Allahs Wohlgefallen auf ihm beiden berichtete, dass der Gesandte Allah Segen und Heil auf ihm sagte, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen so lange bekämpfe. Erstmal, mir wurde befohlen, mir, nicht die Muslime wurde befohlen, mir wurde befohlen, sagt er. Sagt nicht, uns wurde befohlen, mir wurde befohlen, ja, Menschen bekämpfen, bis sie bezeugen, dass kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und bis sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, wie sie dies tun, so bewahren sie ihre Leben und ihre Güter von mir, es sei denn, so weiter. Also, mir wurde befohlen. Dieser Hadith, wenn man den Wort für Wort nimmt, dann ist, versteht man den komplett falsch. Warum? Erstmal, das ist dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen. Zweitens, Menschen, es gibt auch einen anderen Hadith bei Nasa'i, da heißt es nicht Menschen, da heißt es Götzenanbeter. Fethul Bari sagt hier, eben Hajar al-Asqalani sagt, damit sind die Götzenanbeter gemeint und nicht alle Menschen. Erstmal, Christen und Juden sind schon mal raus. Okay? Christen, Juden und sogar die Feueranbeter sind raus, sind nur Götzenanbeter. Und zweitens sagen auch viele, dass das bis zu Scharbista ist, es war noch damals, wo die Scharia nicht da war, nicht komplett vollendet wurde, ja, wo die Scharia nicht vollendet wurde, wo Mekke nicht erobert wurde. Und nachdem es erobert wurde, wurde diese Stelle so auf diese Art und Weise aufgehoben. Ja, und das geht nur darum, dass er die frohe Botschaft bekommt, dass die Götzenanbeter bekämpft werden, weil die haben den Propheten auch bekämpft, so ist es ja nicht. Ja, bis sie die Schahade aussprechen, ja, und aber sobald Mekka erobert wurde, islamisch wurde, weil die Muslime durften ja nicht beten, die durften nicht mal richtig pilgern, die wurden verfolgt, bis diese Verfolgung, bis der Adhan zu hören war, bis der Staat gegründet wurde, der heutige Mekka, Medina erobert wurde, bis dahin ist es gemeint und danach nicht mehr, das gilt nur auch für was? In einem Ort, wo die Muslime leben. In einem Ort, wo die Muslime leben, wo die Scharia herrscht. Nicht für Deutschland, nicht für Europa. Dass man zu Europa kommt und sagt, alle bekämpft und tötet, bis die halt den Islam annehmen. Das ist hiermit nicht gemeint. Keineswegs. Und
Warum? Weil die Jizya allein schon, die Jizya ist doch da. Ich sag doch, die Jizya, die Muslime, man muss, die Christen und Juden müssen Jizya geben. Das widerspricht doch die Jizya dann. Das kann doch gar nicht sein. Entweder muss man die Jizya geben. Hier steht ja nichts von Jizya gerade, weil die Jizya gar nicht da war. In dieser Zeit, wo dieser Hadith entstanden ist, wo dieser Professor Sallam diesen Hadith erwähnt hat, gab es keine Jizya. Es gab keine Jizya-Regelung. Ja? Und wie gesagt, die Jizya geht ja was? Zu Juden und Christen. Und hier in diesem Hadith heißt es eigentlich Götzenanbeter. Aber nachdem Mekka Medina erobert wurde, nachdem Halbinsel sogar erobert wurde, ist es, wie gesagt, nicht für alles gültig. Das heißt nicht, wir sollen jetzt hier kommen und Leute bekämpfen oder so. Die Muslime sollen nicht hier in Europa, ja, nee, ist keineswegs, kein Mensch hat es so verstanden, ja. Und wie gesagt, es widerspricht auch die Ayah aus dem Koran, weil es gibt auch andere Ayah aus dem Koran und andere Hadithe, die das widersprechen. Das sollen wir dann gleich zeigen, inshallah. Also wenn man es so versteht, auf diese Art und Weise versteht, das ist falsch. Du nimmst einen Satz, du kannst nicht zwei, drei Sätze nehmen und einfach ein Urteil daraus ziehen. Das geht nicht. Der Islam ist nicht auf diese Art und Weise aufgebaut. Dass man einfach einen Hadith nimmt und alles andere weglässt, das geht nicht. Das macht man einfach nicht mit dem Islam. Vielleicht mit der Bibel. Mit der Bibel macht man das eigentlich auch nicht. Ja, ganz ehrlich gesagt. Jetzt gucken wir mal hier mal rein. Jetzt haben wir hier ein Hadith zum Beispiel, was komplett widerspricht. Ja, und zwar, Abdullah ibn Amr, Allahs Bericht, der Prophet Segen und Heil auf ihm, sagte, wer einen Menschen tötet, dessen Schutz unter vertragliche Abmachung mit den Muslimen steht, wird am Tage des jüngsten Gerichts nicht einmal den Duft des Paradies einatmen dürfen. Und sein Duft ist wahrlich aus einer Entfernung von einer 40-jährigen Reise wahrzunehmen. Also was? Segen Allah auf ihm sagte, der Prophet Sallallahu alaihi sagte, wer einen Menschen tötet, dessen Schutz unter vertragliche Abmachung mit den Muslimen steht, wird am Tage des jüngsten Gerichts nicht einmal den Duft des Paradies einatmen dürfen. Wer einen Nicht-Muslim tötet. Ja? Also kann man den Hadith nicht so verstehen. Der Prophet hat gesagt, ich werde bekämpfen den Menschen, bis sie die Schahada aussprechen oder bis sie die Zakat entrichten und bis sie als Muslime werden. Nein! Keineswegs, es widerspricht das ja. Das heißt, es gibt auch ein Friedensabkommen, wo dieser Hadith komplett nicht, wo man den nicht so verstehen kann. Dann haben wir natürlich noch einen anderen Hadith, inshallah. Und zwar hier, das ist der Hadith, wo Khaybar erobert wurde von Juden. Der Prophet Sallam hat erobert. Die können nicht mal sagen, ja, nachdem er erobert hat, war er schlimm gewesen zu den Juden. Nein, nachdem er erobert wurde, kommen die Juden und machen eine Abmachung. Sagen, pass mal auf, kannst du uns die Hälfte des Landes geben? Und der Prophet sagt, ja klar, zu den wen? Zu den Juden. Der gibt ihnen Land wieder zurück und die arbeiten für ihn. Die Hälfte des Landes gibt er ihnen zurück. Hier in dem Hadith, das ist ein Hadith, sunnah.com, von Muslimen zu Muslime. Hier habt ihr das. So sagt doch immer Amir. Eine akkurate Seite, sunnah.com, von Muslimen zu Muslimen. Hier hast du's. Khaybar wurde erobert und die Juden kommen und sagen, dürfen wir denn hier ein bisschen arbeiten? Wir wollen die Hälfte des Landes haben. Der Prophet sagt, hier habt ihr es, könnt ihr haben. Er sagt nicht, nein, ihr sollt es nicht haben, nachdem der erobert wurde. Khaybar erobert wurde. Er sagt, hier könnt ihr haben. Der Prophet war barmherzig mit Juden und mit Christen. Der war barmherzig gewesen. Und keineswegs, ja, dass er zornig war, wütend war auf diese Leute. Er war geduldig mit diesen Leuten gewesen. Ganz ehrlich, das ist die Tatsache. Guck mal, er kommt, er gibt alles die Juden, was die kommen zu Beni Kainuka. Die wurden besiegt. Ja, und die kommen und sagen, lass uns einfach, töte uns nicht, verbanne uns. Der Prophet sagt, ja, geht weg, ihr Heuchler. Geht weg, ihr Heuchler, ihr seid verbannt. Ich töte euch nicht. Alles, was die Juden bis jetzt sich gewünscht haben, hat der Prophet Sallam, Allahu alam, laut meinen Hadithen, was ich gesehen habe, alles, was die Juden wollten, hat der Prophet Sallam denen gegeben bis jetzt, was ich gelesen habe. Okay, was ich gelesen habe. Und hier kommen die und sagen hier, das Land, ja, die Hälfte kannst du uns ja geben. Und der Prophet Sallam sagt, gehört euch, hier habt ihr das. Und später, als Ibn Umar geschlagen wird, nach dem Tode des Propheten Sallallahu alaihi wasallam, in der Zeit von Omar radiallahu an, wo er Khalifa ist, dann erst werden die verbannt, die Juden, aus dem Grund, weil die eine Fitna stiften, indem die Muslime schlagen. Ibn Omar, als dunkel war, haben die seine Füße und seine Hände gebrochen, haben ihn runtergeschmissen auf den Boden und der hat seine Füße und seine Hände gebrochen. Und erst dann wurden die verbannt. Also nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden erst diese Juden, ja, erst dann verbannt. Hier habt ihr das. Die Juden kamen und haben die Rechte gesucht bei dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Hier habt ihr diesen Hadith nochmal. Von sunnah.com sagt er immer, von Muslimen zu Muslimen. Hier habt ihr das. Hadith Nummer, was war das nochmal? 3152.
Ja, 3152, Bukhari. Bukhari ist doch Sahih, sagt er doch immer. Ist doch Sahih. Wir gucken uns mal weiter an. Also dieser Hadith, was er hier erwähnt, das ist Quatsch. Das ist nicht so zu verstehen. Wir wollen jetzt das Video nicht so lang ziehen, wie immer. Aber das wird am Ende immer doch ein bisschen länger. Dann muss der Muslim oder derjenige, der das so behauptet, eine Stelle bringen, wo Jesus selber jemanden getötet hat. Das wäre dann fair und ehrlich. Und die Christen, wenn sie sagen, ja, Mohammed hat Köpfe abgeschnitten. Guck mal, dieser Hirni sagt, ja, aber Jesus muss doch getötet haben. Zeigt uns eine Stelle aus der Bibel, dass Jesus getötet hat, dann nehmen wir okay an. Es zeigt die gleiche Stelle sowieso, aber erstmal, das sind die letzten 3 Jahre von Jesus. Die letzten 3 Jahre von Jesus, Al-Salam, in der Bibel. Und dann noch Wiederholungen, synoptische Evangelien. Da steht ja nicht sein ganzes Leben, was er am Donnerstag, Montag gemacht hat, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Oder von mir aus die letzten 10 Jahre oder so. Nein, die letzten 3 Jahre. Okay, dann hat er in den letzten 3 Jahren nicht getötet. Und was ist, wenn er davor schon jemanden Befehl gegeben hat, jemanden zu töten? Was machst du dann? Kannst du mir das beweisen, dass er es nicht getan hat? Du kannst mir das nicht beweisen, weil du, wenn überhaupt, die letzten 3 Jahre von Jesus kennst und das auch nur aus synoptischen Evangelien, die sich wiederholen, immer wieder wiederholen. Also nicht mal das, nicht mal das. Ja, das sind ein paar Sätze, das ist ja gar nichts, ja. Und dann redest du von fair. Was für fair? Das ist doch nicht fair, wenn du die letzten 3 Jahre nimmst und vom Propheten nimmst du 20 Jahre. Die letzten 20 Jahre oder 23 Jahre sogar. Das ist das fair? 23 Jahre gegen 3 Jahre? Und dann die ganze Geschichte über dicke, fette Bücher, so 50 Bücher, ja, nimmst du. Hadithe, ja, ohne Ende, 50.000 Hadithe gibt es bei uns, Bukhari 6.000, Muslim 7.000, dies, ohne Ende Hadith nimmst du gegen die 4 Evangelien oder was? Ja, und die Synoptis sind, die sich wiederholen und das findest du fair? Das ist niemals, keineswegs fair. Niemals. Das ist unfair. Letzten 3 Jahren hat Jesus nicht getötet. Toll, schön und gut. Aber was hat er als Kind gemacht? Vielleicht hat er irgendjemanden geschlagen und ist ja gestorben. Kannst du das beweisen? Du kannst nicht beweisen. Warum? Weil steht nirgendwo was irgendwas geschrieben. Ja, steht nichts geschrieben. Es steht einfach nichts geschrieben. Deswegen ist es unfair. Jetzt gucken wir mal einfach mal. Wir machen einfach was anderes. Wir beweisen es jetzt, dass Jesus es getan hat. Aber wir gucken uns mal was an. Zeigen Sie das aus der Sunna. Versteht ihr? Das ist der himmelweite Unterschied. Okay, wir zeigen jetzt mal. Oder sagt er noch was? Ja. Also dürfen wir das niemals verwechseln. Und einige Muslime... Er versucht gerade zu argumentieren. Also er will damit sagen, wenn die kommen und so argumentieren, dann gibt es auch so zurück. Ich will, bevor ich das jetzt zeige, will ich auf eine sehr wichtige Sache hinaus. Der Christ. Ja. Wir gucken mal an, was er geschrieben hat, was er gesagt hat, was er behauptet hat. Er hat erstmal, bevor er diesen Anschlag gemacht hat, jetzt in Neuseeland, hat er erstmal auch ein Statement abgegeben. Also er hat seine Meinung geäußert, ja. Und hier steht geschrieben, ihr könnt halt leben in euren eigenen Ländern und so weiter, ja. Wenn ihr kommt zu Europa und wollt halt in Europa leben und was weiß ich was, dann werden wir kommen und euch töten. Wir werden euch töten und das Land euch wegnehmen, ja. Und Konstantinopel, also Istanbul, werden wir wieder erobern, ja. Und eure Moscheen werden wir was machen? Wir werden eure Moscheen zerstören, ja. Und Hagia Sophia werden wir wieder befreien, ja, und wir werden es wieder christlich, es wird wieder Christen gehören, genau, Christen gehören. Das ist sein Statement. Er hasst die Türken, ja, er will die Türken umbringen, töten, ja, er will Konstantin, also er hofft sich das natürlich, ja, das ist seine Wunschvorstellung. Seine Wunschvorstellung ist, dass es wieder christlich wird. Und dieser Mensch ist nicht Christ, der glaubt anscheinend schon an, warum will er, dass es christlich wird und nicht atheistisch wird? Warum will er nicht, dass es buddhistisch wird? Weil er Christ ist, weil er behauptet, dass Jesus Gott ist, weil er Sohn Gottes ist, dass Jesus halt, ja, keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall ist es ein Christ, du kannst nicht sagen einfach, das ist kein Christ. Ja, das ist ein Christ, er behauptet, ein Christ gewesen zu sein. Er sagte selber, er wurde inspiriert von Donald Trump, Donald Trump ist auch ein Christ. Er benennt sich halt, bekennt sich als Christ, sagen wir mal lieber so rum. Und als der Breivik. Herr Breivik hat es auch, wie gesagt, was hat Breivik gemacht? Breivik hat es Jesus in einem Traum gesehen, sagt er, wo er ihn erlaubt hat, dass er die Menschen killt. Ja? So wie du auch geträumt hast von Jesus. Kannst du dich noch erinnern, Amir? Ja? Also hier, das ist sein Statement, das ist seine Meinung. Er will Muslime töten und das ist seine Absicht. Ja? Und deswegen hat er aus diesem Grund auch diesen Attentat begangen, ja, weil er halt
Ja, weil er so eine Meinung hat hier, dass es alles christlich werden soll und so weiter. Also er hat so gesehen den Hadith vielleicht, den du vielleicht falsch interpretierst, zu Jesus zugeschrieben. Also so kommt es rüber, sagen wir mal so rum. Du sagst hier Jesus, bla bla bla, Jesus ist nicht gekommen und so weiter. Nein, das stimmt auch nicht, das ist die größte Lüge überhaupt. In Matthäus 5, Vers 17 steht geschrieben, weil er sagt immer wieder, was? Jesus hat sowas nicht gewollt. Stimmt gar nicht. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die sagen, ja, erfüllen ist gemeint, dass er am Kreuz sterben wird, weil das Gesetz sagt im Alten Testament, dass er am Kreuz sterben wird. Und das ist erfüllen gemeint. Nein, denn es geht ja weiter. Denn wahrlich, ich sage euch, bei Himmel und Erde vergangen, also bis Himmel und Erde vergangen, ja, sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, hier steht geschrieben, er ist nicht gekommen, um Gesetze und Propheten aufzulösen. Er ist nicht gekommen, um die Gebote, Speisegebote aufzulösen. Was weiß ich, welche. Und außerdem gibt es so viele Christen, die auch nicht daran glauben, dass er gekommen ist, die Gesetze und die Propheten aufzulösen. Die glauben immer noch im Alten Testament. Es gibt auch viele Christen, ich habe jetzt vor kurzem noch viele Christen kennengelernt, die glauben an den Alten Testament als Christ, dass die Gesetze immer noch gelten. Du kannst nicht einfach hier kommen und sagen, nein, Jesus kommt so und so. Liebe deine Feinde, dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir auch gleich. Ja, liebe deine Feinde und so weiter, wo das herkommt. Aber das steht hier geschrieben, die Gesetze nicht gekommen, nicht mal eine einzige Buchstabe, sagt er. Ja? Und wer auflösen sollte, der wird der Kleinste sein im Himmelreich, sagt er auch danach. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also niemals, jetzt hier, wir gucken mal im Neuen Testament mal an. Und Jesus ging in den Tempel und trieb alles hinaus, die in dem Tempel verkauften und kauften die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Und er sagt zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll Haus des Gebets heißen, ihr aber macht er zu einer Räuberhöhle. Also steht, guckt mal an, heißt es liebe deine Feinde? Wo erkennt ihr hier, dass Jesus seine Feinde liebt? Er kommt und macht alles kaputt. Er haut das ganze Tisch um. Warum wohl? Weil er das nicht gut findet. El-Wala wal-Bara, so gesehen. Ne? Also hier auf jeden Fall sieht man klar und deutlich, dass er hier niemals eine Liebe gezeigt hat gerade. Man kann das nicht so äußern. Man liebt doch nicht jemanden, wenn man einen Tisch kaputt haut und so weiter. Wenn ich irgendwo in Kaufland gehe und die ganzen Alkoholflaschen kaputt haue, dann werde ich verhaftet. Dann wird keiner denken, dass ich die Menschen da liebe. Ja? Das ist doch so, oder? Das ist doch absurd. Ja, dass man sagt, Jesus war für die Liebe. Wir kommen mal weiter. Und wer den Namen des Herrn lästert, das ist Levitikus. Ja? Und wer, das kommen wir auch inshallah gleich. Wir gucken mal das Video mal ein bisschen weiter an. Also wir machen jetzt ein bisschen so hin und her. Kommen sogar noch auf den Gedanken und sagen, ja guck mal, jetzt freuen die Christen sich. Das ist ja Wahnsinn. Als würden wir Christen uns freuen, wenn Menschen oder... Ja, warum hast du vorhin gelacht? Sag mal, warum hast du gerade vorhin gelächelt, bevor du mit Video angefangen hast? Gab es da was zu lächeln? Nein, aber irgendwie hast du ein bisschen doch Freude im Herzen. Und wir haben hier genug Nachrichten von Christen, die sagen, es ist gut, das passiert, es ist gut. Die lachen darüber. Wir haben hier Nachrichten ohne Ende von Christen. Ich will es gar nicht aufzeigen. Wenn es sein muss, werde ich aufzeigen. Aber das ist unwichtig gerade. Ja, es gibt genug Facebook-Kommentare, ja und so weiter. Unter deinem Video gibt es auch genug Christen, die sagen, ja, Muslime muss man töten. Die haben hier kein Recht zu leben. Man muss die so und so behandeln. Gibt es doch genug Leute. Was denkst du? Was ist passiert? Das passiert alles aus deinem wegen deiner Hetze. Ob er das erste Mal hört, dass Muslime, ja klar, Muslime töten, schreiben unter dem Kommentare und Muslime umbringen. Und ich will auch noch eine Sache gleich zeigen. Das ist mir gerade eingefallen. Wartet mal, sucht es mal raus. So, wir gucken uns jetzt das Video mal an, weil er sagt immer, liebe deine Feinde, liebe deine Nächsten und so weiter. Guckt euch das mal bitte mal an. Ihr könnt es auch abonnieren, inshallah. Kannst du deinem Allah geben in Sure 4, Vers 4, da kannst du vier Frauen nehmen und mit denen rufen. Ich will den Pakt von Umar an dir und deiner Familie praktizieren. Und wenn du deinen Mund aufmachst, werde ich dich töten, du ungerechtes Schwein. Hört doch mal. Aufmachst, werde ich dich töten, du ungerechtes Schwein. Hört mal, dein Gesicht, dämonisch. Werde ich dich töten, du ungerechtes Schwein. Ungerechtes Schwein, ey. Der Islam ist die grausamste und gefährlichste Religion des gesamten Planeten. Ja. Ihr habt alle die Hölle verdient. Ihr seid alles euch. Ihr habt alle die Hölle verdient, kannst du dir vorstellen. Wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? Amir. Seid ihr? Den Heirat. Okay.
du elender, ekelerregender Typ, du Dämon, du Teufelskind. Pass mal auf, verstehst du jetzt, was hier los ist? Schimpf und Schande über uns Christen. Okay, egal. Auf jeden Fall habt ihr es gesehen. Er will mich. Ja, habt ihr gesehen, was er hier alles sagt? Ja, unglaublich, oder? Das ist die Hetze. Das ist einfach die Hetze. Amir hetzt. Und Menschen reagieren, die vielleicht ein bisschen mutiger sind und machen diese Anschläge. So einfach ist es. Oder Muslime allgemein, Menschen getötet werden, ne? Das ist ja krank. Ich bin ein Christ, ein wiedergeborener Christ, der nicht möchte, dass überhaupt jemand verletzt wird. Hast du gerade nicht gehört, was er hier gesagt hat? Niemals auf den Gedanken kommen, beispielsweise in meinem Fall, wenn ich zum Beispiel den Islam kritisiere, da gibt es ja einige Muslime, die nach meinem Leben sogar trachten. Das müsst ihr euch mal geben. Welcher Christ würde auf die Gedanken kommen, einen Muslim nach dem Leben eines Muslims zu trachten, der den Herrn Jesus beleidigt oder so, oder den christlichen Glauben? Das ist ja Wahnsinn. Wovon reden wir hier eigentlich so? Ich verstehe auch gar nicht, welcher Muslim gerade Jesus beleidigt. Habt ihr schon mal einen Muslim gesehen, der Jesus beleidigt? Das ist doch kein Muslim, das ist ein Kafir. Ja, also man darf das nicht verwechseln. Der Herr Jesus Christus hat selber niemanden wehgetan. Er hat niemanden verletzt. Und deswegen kann sich auch kein Christ darauf berufen, jemanden zu ermorden und sagen, ja, das hat mir Jesus befohlen oder was. Das ist ja Wahnsinn. Der Jesus hat etwas gelehrt, was wunderschön ist. Er sagte sogar, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet, die euch verfolgen und beleidigen. Ja, deswegen habe ich auch in vielen meiner Videos gesagt, wo gibt's denn sowas? Wir finden keine einzige Stelle im Koran, die sowas bezeugt. Wir gucken uns mal jetzt mal an, was er hier sagt. Ja, der Herr Jesus ist kein Kuschelgott. Ich möchte, dass das auch den Christen klar ist. Der Herr Jesus Christus hat scharfe Worte verwendet. Und wie ich das auch in einem meiner Videos gesagt habe, dass der Herr Jesus gepredigt hat und etliche sind aufgestanden. Bis heute will ich nicht wissen, was der Herr Jesus Heftiges gesagt hat. Versteht ihr? Der Herr Jesus muss irgendwas Heftiges gesagt haben, dass die Leute aufgestanden sind und weg... Die wissen nicht mal, was Jesus gesagt hat. Könnt ihr euch mal vorstellen, aber die wissen, dass Jesus nicht... wir glauben daran, dass Jesus Frieden gebracht hat, natürlich, ja, nicht, dass man mich falsch versteht. Also, nur woher will er wissen, weil er kennt ja nicht die ganze Geschichte von Jesus. Noch die übrig geblieben, hat er gesagt, wollt ihr nicht auch noch aufstehen und gehen? Versteht ihr, was hier los ist? So sieht es nämlich aus. Und der Herr Jesus Christus sagt noch etwas. Und zwar lesen wir das in Matthäus 10, 34. Da haben wir so eine ähnliche Stelle. Und ich möchte, dass die Christen mir auch gut zuhören. Denn wir haben hier keinen Kuschelgott. Der Herr Jesus Christus ist nicht... Hier kuschelt er gerade. Hier kuschelt er nicht. Ja, das ist... Ja, weil er gerade sich so ein bisschen... wie soll man sagen? Er versucht gerade... Mir fehlt das Wort gerade. Also eigentlich ist es so ein Transformer gerade. Wenn es sein muss, ist er ein liebender Gott. Wenn es sein muss, ist dann ein schlechter, ein zorniger Gott. So, wie Marcion. Marcion hat genau diese Gedanken auch gehabt. Ja, teilweise. Hier ist Marcion-Lehre, hier ist gerade die normale Lehre manchmal, teilweise. Das ist so hin und her. Parabolani und hier Marcion, so gesehen. So ungefähr, sinngemäß. Aber ich finde, der versucht sich ein bisschen vorzubereiten, gerade zu einer Debatte, wissen, finde ich. Er versucht so jetzt so Argumente rauszufiltern, rauszufinden, damit er irgendwie eine Debatte mit einem Muslim führen kann. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn er so argumentiert, ist er weg. Weg, weg, weg. Ja. Guck mal weiter, Mann. Pure Liebe, aber auch der pure Zorn. Er ist der Gott des Alten Testaments. Und pure Liebe, pure Zorn. Na toll, was ist das? Das ist doch das Gegenteil. Das ist doch das Gegenteil. Ja, pure Liebe oder pure Zorn. Und hier sagt er nur Liebe, kein Zorn. Ganz genau, was er mit den Völkern gemacht hat. Auf verschiedene Völker hat er sein Urteil gesprochen. Er hat Völker verletzt. Ich sag ganz ehrlich, er sagt, diese ganzen Sachen sagt er durch mich. Durch die ganzen Videos, immer wieder Update, Update, Update. Altes Testament, Jesus hat Gott hat getötet, Jesus hat getötet. Ja, und so weiter. Und das ist einfach, der muss es sagen, er hat gar nicht andere Möglichkeit. Wenn Jesus Gott ist, hat Jesus im Alten Testament getötet. Nicht in seiner menschlichen Form, als er zu den Menschen selbst kam und mit denen geredet hat, sondern in seiner göttlichen Form, als er die Befehle gab. Versteht ihr? Wir müssen einen Unterschied machen zwischen Urteil im Alten Testament auf verschiedene Völker und wie er jetzt gekommen ist zu seinen Menschen und denen auch etwas Heftiges mitgegeben hat. Aber trotzdem gesagt hat, liebet eure Feinde.
Wie geht das? Wie kannst du deine Feinde lieben und gleichzeitig auch zornig sein? Das geht doch nicht. Gerecht sein, das ist was anderes. Jesus war gerecht, aber Jesus hat uns seine Feinde geliebt. Das ist doch Quatsch. Das widerspricht alles, die ganzen Stellen aus der Bibel. Im Testament finden wir sogar, liebet eure Feinde. Aber nicht ein Vers im Koran heißt, liebet eure Feinde. Ja, weil der Gott, der gerecht ist, der richtig ist, der die wahre Wort spricht. Das wäre doch heuchlerisch, wenn jemand sagen würde, liebe deine Feinde und trotzdem sollst du gegen ihn kämpfen. Trotzdem soll er getötet werden. Trotzdem wird er vernichtet werden. Trotzdem sollst du ihn hassen. Trotzdem wird er verdammt werden. Trotzdem wird er, ich hatte geschrieben, wie sehr wünsche ich es mir, es wäre entfachtet, angezündet. Trotzdem wünscht er die Hölle. Was ist das für ein liebender Gott, wenn du meine Feinde liebst und liebender Gott ist und der die Feinde liebt? Wieso steckt er die in die Hölle dann später? Komm mal. Wieso kommen diese Menschen dann in die Hölle, wenn Gott, ja, dein Verständnis jetzt gerade, okay? Wir stellen solche Fragen nicht. Wieso kommen die Menschen in die Hölle, wenn er die liebt? Warum? Wie kannst du jemanden, den du liebst, in die Hölle reinschmeißen? Das macht doch, widerspricht doch alles vom Feinsten, oder? Man soll gerecht sein, man soll gütig sein, man soll milde sein, man soll die respektvoll behandeln. Ja, da sind wir Muslime. Der Prophet hat respektvoll behandelt, gerecht behandelt, die Juden, die Christen, alle. Eigentlich wollte ich nur über den Anschlag reden und das Thema geht gerade ein bisschen weg. Aber der Prophet hat, ein Jude kam und hat oder gesagt, Moses ist über den Propheten, hat Moses größer gestellt als den Propheten. Und der Muslim hat den Juden geschlagen. Und als der Prophet sallam, und der Jude kam zu dem Propheten, hat seine Rechte gesucht. Und der Prophet sallam kam und hat den Juden Recht gegeben, hat den Muslim Unrecht gegeben. Er meinte, warum hast du es getan? Schlag den Juden nicht deswegen. Sag nicht, ich bin besser als Moses, ich bin höher als Moses. Hat der Prophet, war milde gewesen, milde, gütig. Das ist was anderes. Aber lieben, weißt du, was lieben bedeutet? Lieben heißt, ich opfere mich für diese Person. Ich würde mein Leben für diese Person opfern. Für wen würdest du dein Leben opfern? Sag mal, wen liebst du überhaupt? Du liebst niemanden. Wenn du wirklich wenn du dein eigenes Kind lieben würdest, würdest du niemals so ein Video machen, solche Videos machen. Niemals. Liebst nicht mal deine eigenen Kinder. Komm, machen wir mal weiter hier. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Versteht ihr? Sowas siehst du nie im Koran. Niemals. Wenn es so einen Vers gibt, konvertiere ich heute zum Islam. Im Koran gibt es eine andere Stelle. Ja, hier. Hier steht geschrieben, und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, wer die Feinde Allahs, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Allah. Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Hier Surah Enfal, Ayah 61. Wenn die Frieden wollen, dann soll es den Frieden geben, den Friedensabkommen abschließen mit denen. Und dann ist alles gut. Und wenn die Jizya zahlen, Alhamdulillah, vorbei, finito. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu reden. Hier Frieden mit Frieden. Frieden, ja. Aber du mit deiner Liebe, was für Liebe, hast du nicht die Liebe schon bekommen? Also ich verstehe gar nicht. Das ist auf diese Art und Weise, Liebe, 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 was für Liebe, Mann. Liebe kriegst du mit deiner Familie, mit den Leuten, die du kennst und mit den Leuten, die du vertraust und so. Da hast du Liebe. Aber kannst du nicht einfach, verstehst du, das ist doch voller Quatsch, was er da sagt, was er da rausholt. Schauen wir uns mal weiter mal an. Liebt eure Feinde. Zeig mir das mal aus dem Koran. Natürlich steht es nicht. Ich zeige euch auch, warum es steht nicht, warum es nicht steht. Ja, wir gucken uns mal nochmal hier ein bisschen an. Dass wir unsere Feinde sogar lieben sollen und unsere Feinde sogar speisen, ist ja Wahnsinn. Ja, aber nochmal auf das Thema zurückzukommen, das jetzt ist so wirklich sehr schrecklich, was dort passiert. So, jetzt kommt ihr gleich ins Thema, dann kommen wir auch auf das Thema. So, hier haben wir gerade Feindesliebe. Ja, hier haben wir das Alte Testament, Neue Testament natürlich hier. Ja, so, hier könnt ihr lesen. Ich weiß, sieht man das mit der Kamera? Kannst du ein bisschen zoomen? So, ich habe gehört, dass gesagt wurde so und so. Ja, das kennt ihr schon, diese Stelle, dass man seine Feinde lieben soll und so weiter. Nächsten lieben und deinen Feinden hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Jetzt, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt Regen über Gerechte und Ungerechte. Guck mal, diese Stellen hier, ja, diese Stellen, das ist bekannt, das war schon vor christlicher Zeit bekannt. Das ist in der Zeit der Kyniker, Philosophen und so weiter, war es bekannt. Hier können wir das lesen. So, hier haben wir die Stelle von Cicero, widersprach, also 44 vor Christus, der Ansicht, Feinden müsste man heftig zürnen.
Ja? Und so weiter. Und dann, diese seien jedoch nur so weit nutzen, besonders Vertreter der Jungstova erörterten den hier, Feindesliebe, nahkommenden Verhalten. Ja, Seneca rief in den Blablabla 60-65, wenn du die Götter nachahmst, dann gib auch den Undankbaren Gutes, denn die Sonne geht auch über die Verbrecher auf und den Piraten stehen die Meere offen. Genau wie das Christentum, genau wie die Bibel, eins zu eins dasselbe Satz. Man merkt, von wo sie das haben. Ja, das ist genau fast derselbe Satz von Kyneka. Der Grund dafür war sein Glaube an eine gesetzmäßige Vorsehung in der Natur, denn das Ideal einer leidenschaftlosen Verhaltens entsprechen sollte. Leidenschaftslosen Verhaltens entsprechen sollte. Ja. Also es steht mehrere Sachen geschrieben, das könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Auf jeden Fall ist es schon bekannt, ja, an den Kynikern vor Jesus Zeit, ja, dass diese Sachen schon ausgeübt wurden. Fein, also dass man Menschen lieben sollte. Und hier auch zum Beispiel Kyniker hob Epiktet hervor, er muss sich schlagen lassen wie ein Hund und als Geschlagener die lieben, die ihn schlagen, als ein Vater aller, als Bruder. Ja? Also es gibt hier mehrere Textzitate von Kyneka und so weiter, das ist schon bekannt vor Jesus. Vor Jesus gab schon diese Lehre. Und die wurde einfach übernommen. Und das ist so halt. Das kommt einfach davon. Aber Jesus war ein anderer Jesus. Wenn wir Jesus mal aus der Bibel mal reinschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel hier, das ist wie gesagt das Alte Testament, hier haben wir schon gezeigt, dass er hier keineswegs seine Feinde liebt. Das ist doch keine Liebe. Also wer sagt, das ist Liebe? Wenn es Liebe ist, dann ist auch alles andere Liebe, was im Islam geschrieben steht, dass man die bekämpfen soll und alles andere machen soll. Dann haben wir hier Lukas im Matthäus-Evangelium, den Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reiche sammeln. Alle Ärgernisse und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Also es ist wie gesagt die Gesetzlosen, ne? Die Leute, die Gesetze missachtet werden, haben, die werden in die Hölle geschmissen. Nicht diejenigen, die jetzt hier Jesus nicht anerkannt haben als Gott. Diejenigen, die Speisegebote, ja, und was weiß ich, was Schweinefleisch als erlaubt erklärt haben und die Gesetze geändert haben, Allahs Gesetze geändert haben, die werden was? Mit Liebe? Gott? Ja, Gott geht mit Liebe mit denen um. Nein, die werden später in die Hölle geworfen. Ja, das ist damit gemeint. Warum werden die in die Hölle geworfen? Wie kann Gott, der die Menschen liebt, lieb hat, in die Hölle werfen? Wie kann er in die Hölle werfen? Sag mal bitte. Wie geht das? Wie kann es denn sein? Könnt ihr euch mal vorstellen, das ist keine Liebe. Wieso wirft er dann später in die Hölle, wenn er die Menschen liebt? Ist es ein Erodebillah, eine Heuchler? Ich will es gar nicht hier. Machen wir mal weiter. Lukas, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern dazu, aber sein eigenes Leben, sie kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nicht nachahmt, der kann nicht mein Jünger sein. Muss hassen. Hier hasst. Hier steht nichts von Liebe. Klar, es ist anders zu verstehen, bla bla bla, aber hier steht trotzdem Hass. Du kannst nicht einfach, wenn du die Liebe anders verstehst, wenn du genauso verstehst, Wort für Wort Liebe in der Bibel, weil das heißt Liebe deine Feinde, dann musst du auch Hassen genauso verstehen. Du kannst nicht hier sagen, nein, das ist nicht Hass gemeint, das ist was anderes gemeint. Daraus muss was anderes sein. Und dann die Liebe aber so verstehen wie Liebe. Das geht nicht. Doppelmoral. Du kannst nicht einfach so nehmen, wie du willst. Ne? Transformers, mal so, das geht nicht. Ne? Dann hier, Markus, wer zum Glauben kommt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht zum Glauben kommt, wird verurteilt werden. Woanders steht geschrieben, wird verdammt werden. Also es ist nicht mit Liebe. Ne? Dann haben wir auch hier weiter, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir ist, sammelt, der zerstreut. Ja? Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Da heißt nicht, wer nicht mit mir ist, der liebt, ich liebe ihn. Liebe deine Feinde. Nein, der ist gegen mich. Der ist gegen mich, der widersetzt mich. Ja, und so weiter. Hier auch noch, Lukas, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wie kann er Feuer auf die Erde werfen, wenn er die Menschen liebt? Das ist doch, das widerspricht, das ist wie gesagt die anderen Stellen, wo Liebe, Liebe, Liebe deine Feinde, das ist nicht biblisch, das ist nicht die Wahrheit. Und wie sehr wünsche ich, oder ist das nicht so zu verstehen? Ja? Und wie sehr wünsche ich es mir, es wäre schon entfachtet, angezündet. Sagt doch Jesus hier, aber ich muss eine Taufe empfangen und wie ist mit Bange, bis sie vollzogen ist, meint ihr, ich bin gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen? Guck mal, er sagt, er ist nicht gekommen, Frieden zu bringen.
Das Gegenteil von Frieden ist doch nicht Liebe, ist doch Hass. Jetzt wirst du sagen, aber es ist was anderes zu verstehen. Ja, aber dann ist die Liebe auch anders zu verstehen. Dann ist nicht Liebe, deine Feinde so zu verstehen, wie du es denkst. Dann ist mit Feinde gemeint diejenigen, die vielleicht normal ticken, dass man die gut behandeln soll, milde sein soll. Das kann durchaus sein, aber Liebe, so Wort für Wort, die Liebe ist nicht damit gemeint. Hier, kein Frieden. Dann haben wir hier, genau, das ist die Stelle ja zum Beispiel. Jetzt könnte man diese Stelle auch nehmen, ja, weil das ist sehr gewaltig, diese Stelle, das ist Deuteronomium, aber das ist Jesus. Gott ist Jesus für die und guckt mal an, was Jesus gemacht hat. Ich meine, ihr müsst doch so verstehen, wir haben schon so viele Videos gemacht. Er sagt, Jesus hat nie getötet, Jesus hat noch nie aufgerufen zu töten. Dann sagt er im anderen Video, doch, es ist ein zorniger Gott, es ist auch ein liebender Gott. Beides. Transformers, ne? Hin und her. So verschiebst du es, wie du gerne haben willst, ne? Damit du einfach, ja, der bereitet sich ein bisschen vor zu einer Debatte, glaube ich. Allahu alam, inshallah. Auf jeden Fall. Wie kann Gott, Jesus sein, wir sagen Jesus Gott, im Alten Testament morden, morden, morden für die, für deren Verständnis, töten, 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 töten. Ja, Menschen töten, Gesetze, wer Sabbat nicht feiert, wird getötet, derjenige, der nicht beschnitten ist, der wird ausgerottet, diejenigen, die halt Gott lästern, die werden getötet und alles drum und dran, ja, Befehle, Befehle, Befehle ohne Ende. Und dann kommen und sagen, ja, Liebe, deine Feinde, es ist nicht Heuchelei. Wie kann man so auf eine Art und Weise erstmal jahrelang morden, jahrelang, also für deren Verständnis, ja, nicht falsch verstehen, wir glauben nicht, dass Gott in der Bibel gemordet hat, nein, glauben wir nicht, aber für deren Verständnis, wie kann er jahrelang morden, Kinder, Frauen, alles drum und dran und danach kommen und sagen, liebe deine Feinde, dann würdest du sagen, ey, geh weg von mir, du Satan, ganz ehrlich, ist gelogen, das ist einfach gelogen, das ist nicht Jesus. Und er widerspricht das sowieso. Er sagt, Jesus hat nie getötet. In einem anderen Video sagte Jesus als Mensch nicht, aber als Gott hat er getötet. Als er noch nicht ein Mensch war, als Mensch wurde, hat er getötet. Er widerspricht sich immer wieder. Dieser Mensch widerspricht sich immer wieder. Ja, mal so, mal so. Aber hier haben wir eine gewaltige Stelle. Das war Deuteronomium Kapitel 20, Vers 10. Wenn du vor einer Stadt ziehst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr Frieden anbieten. Erstmal sollst du anbieten. Das ist ein Angebot. Ja. Geht sie auf das Friedensangebot ein und öffnet sie die Tür ihrer Tore, dann soll dir das ganze Volk, das sich in ihr befindet, frohen Dienst leisten und dir untertan sein. Will sie aber keinen Frieden, also will sie sich da widersetzen, mit dir schließen, ja, sondern mit dir Krieg führen, dann sollst du sie belagern. Und der Herr, dein Gott, also Jesus, dein Gott, wird sie in deine Hand geben und alles, was daran männlich ist, sollst du mit der Schärfe des Schwertes schlagen, sagt Jesus. Nur die Frauen und Kinder und das Vieh und alles, was sich in den Stadt als an Beute findet, hier habt ihr Sklaven, Beute, ja, was ihr wollt, Christen sagen nochmal, Beute, Sklaven, darfst du als Plündergut für dich behalten und was du bei deinen Feinden erbeutest, hast, was dir der Herr, dein Jesus, dein Gott, gegeben hat, sollst du verzehren. Also ich rede jetzt von dem Verständnis des Christen. So sollst du es mit allen Städten halten, die sehr weit von dir entfernt sind und nicht zu den Städten dieser Nation hier gehören. Doch in den Städten dieser Völker, die dir Jesus, dein Gott, zum Erbbesitz gibt, sollst du nichts am Leben lassen, was Atem hat, sondern du sollst sie der Vernichtung weihen. Die Hethiter und die Amoriter, also Leute, die keine Juden sind und so weiter, Völker sollen erobert werden, Städte und Völker sollen erobert werden, Stämme und so weiter. Ja, und so weiter. Ich will es jetzt nicht weiter lesen. Ja? Also hier ohne Ende. Wir gehen mal wieder Video zurück, inshallah. Dann hat es doch langsam mal sein Ende hier. Wir wollen jetzt auch nicht weiter hier. Also ich hoffe mal, ihr versteht, was ich meine. Das ist wirklich, hört euch mal, was er hier sagt. Der Herr Jesus Christus hat selber niemanden wehgetan. Er hat niemanden verletzt. Und deswegen kann sich auch kein Christ darauf berufen, jemanden zu ermorden und sagen, ja, das hat mir Jesus befohlen oder was. Hier, hört mal jetzt. Wir haben es mit dem Allmächtigen zu tun, der Fleisch annahm und auf die Erde rumgelaufen ist. Unzählige Stellen, wo Gott selber sagt, ich werde zu euch kommen. Und ich möchte, dass die Christen mir auch gut zuhören. Denn wir haben hier keinen Kuschelgott. Der Herr Jesus Christus ist die pure Liebe, aber auch der pure Zorn. Er ist der Gott des Alten Testaments. Und ihr wisst ganz genau, was er mit den Völkern gemacht hat. Auf verschiedene Völker hat er sein Urteil gesprochen.
Er hat Völker vernichtet. Hier, und hört mal hier. Denn der Herr Jesus Christus hat selber niemanden wehgetan. Er hat niemanden verletzt. Und deswegen kann sich auch kein Christ darauf berufen, jemanden zu ermorden und sagen, ja, das hat mir Jesus befohlen oder was. Und hier sagt er, er hat Völker vernichtet. Der Gott Jesus, der Gott des Alten Testaments. Und er hat getötet, sagt er hier. Nicht in seiner menschlichen Form, als er zu den Menschen selbst kam und mit denen geredet hat, sondern in seiner göttlichen Form, als er die Befehle gab. Seht ihr, wir müssen einen Unterschied machen zwischen Urteil im Alten Testament auf verschiedene Völker und wie er jetzt gekommen ist zu seinen Menschen und denen auch etwas Heftiges mitgegeben hat. Aber trotzdem gesagt hat, liebet eure Feinde. Denn selbst im Alten Testament finden wir sogar, liebet eure Feinde. Aber nicht ein Vers im Koran. Wo Jesus sagt, man soll seine, im Alten Testament steht geschrieben, dass man nicht lieben soll seine Feinde. Liebet eure Feinde. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Versteht ihr? Sowas, das siehst du nie im Koran. Niemals. Wenn es so einen Vers gibt, konvertiere ich heute zum Islam. Liebt eure Feinde. Zeig. Okay. Egal, wir machen das jetzt weiter hier. Ihr habt es selber gehört. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir hören uns mal jetzt mal weiter hier an. Nein, ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Der Jesus hat etwas gelehrt, was wunderschön ist. Er sagte sogar, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Haben wir gerade gezeigt. Die euch verfolgen. Man soll auch hassen, den Vater, die Mutter, die Schwester und so weiter. Heiligen. Ja, deswegen habe ich ja auch in vielen meiner Videos gesagt, wo gibt es denn sowas? Wir finden keine einzige Stelle im Koran, die sowas bezeugt oder sagt. Warum soll auch Koran sagen, dass diejenigen, die in die Hölle kommen, dass er die liebt? Das wäre doch Heuchelei. Feinde sogar lieben sollen und unsere Feinde sogar speisen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber nochmal auf das Thema zurückzukommen. Das ist wirklich sehr schrecklich, was dort passiert ist. Dieser Typ, ich habe das kurz in der Bild, im Video von der Bild-Zeitung oder Bild gesehen, dass der da irgendwie in seinem Auto saß. Der liest die Bild-Zeitung, subhanallah, genau da holt er auch seine News. Jetzt wissen wir, warum er hetzt. Zu viel Bild gelesen. Hier. Wie satanisch hier alles, subhanallah. Ruhig, so voll glücklich, dass er gleich da in die Moschee reingeht und die Leute da ermordet. Da hat er die Knarren da, war da die Knarren am Laden, rennt er da einfach rein, hat Bild das nochmal gestoppt, weil er es nicht zeigen wollte, wie da die Menschen erschossen werden. Das ist auch richtig so. Da dachte ich mir so, wie krank muss ein Mensch sein? Ich würde niemals einen Muslim, auch nur ein Haar krümmen, der irgendwas gegen meinen Glauben. Hat er nicht vorhin gesagt, du Schwein, ich würde dich töten, wenn du so weiter was und so? Hat er dich beleidigt, beschimpft, ohne Ende? Unter seinen ganzen Kommentaren sind die ganzen Beleidigungen, ganzen Morddrohungen. Oh, wie viele Morddrohungen ich schon bekommen habe durch Arme, wenn ihr das mal wüsstet. Aber ich habe meine Kommentare deaktiviert, weil sowas gar nicht... Ja, das ist einfach sachlich, die Videos. Und keiner soll kommentieren. Wenn jemand was von mir will, kann er über WhatsApp schreiben. Aber wir machen hier Videos und nicht hier, dass man noch Kommentare schreiben muss. Ne? Wir wissen ja gar nicht, wer dahinter steckt. Sagen. Ich würde versuchen, mit ihm zu reden und wenn es nicht klappt, dann gehe ich weg von diesemjenigen. Versteht ihr? Das machen wahre Menschen. Also Menschen, die versuchen, jemanden entweder zu überzeugen oder wenn es nicht klappt, dann ist es okay, dann gehe ich weg von dem. Aber ich muss den doch nicht kaputt schlagen, nur weil ich nicht mit einverstanden bin mit dem, was seine Überzeugung ist oder wenn der meinen Glauben kritisiert. Er merkt es nicht. Er merkt nicht, dass er eigentlich... Ja, Muslime sind halt bereit, wegen ihrem Glauben zu ermorden. Merkt ihr, wie der wieder hetzt? Wie er von einem Thema zum anderen Thema ganz schnell wieder überspringen kann. Die Muslime sind da, um zu morden. Kennt ihr einen Muslim, der gerade arm ist in Düsseldorf gewesen? Wir haben gesehen, der hat Bibel verteilt. Da sind so viele Muslime vorbeigelaufen. Hat jemand, irgendjemand ihn geschlagen? Hat irgendjemand ihn angespuckt? Hat irgendjemand ihn irgendwas gemacht mit ihm? Nein, obwohl er hetzt, obwohl er beleidigt, obwohl er beschimpft, den Propheten beschimpft, Lügen erzählt. Dieser Mensch ist am Leben. Ja, diese andere Araber, der beleidigt Marino, wie die alle heißen, die leben alle ganz normal, sind auf der Straße und können essen gehen, einkaufen gehen, draußen rumlaufen, unter Muslimen und so weiter. Keiner tut denen was an. Warum? Weil Muslime milde sind, weil Muslime freundlich sind. Ja, ganz ehrlich, das ist so, das ist die Tatsache. Man tut so, ob alle Muslime Terroristen sind. Er will, dass die Muslime Anschläge machen. Er will nicht, dass Christen Anschläge machen. Wenn Christen Anschläge machen, ist es kein Christ. Wenn Muslime einen Anschlag machen, Mohammed. Haben wir doch die Bibelstellen gerade gezeigt mit 5. Mose Kapitel 10, Vers 20. Ganze Länder sollen erobert werden, als Beute genommen werden. Hat dein Jesus geboten. Jesus sagt, du musst deinen Vater und deine Mutter hassen, ansonsten kannst du nicht mein Jünger sein. Jesus sagte, wie sehr wünsche ich es mir, es wäre entfachtet angezündet. Ja, Psalm 137, Vers 9. Ja, und so weiter. Es gibt, wo Kinder zerfetzt werden sollen, als Lied gesungen wird und so weiter. Es gibt, Bibel ist doch voll. Du sagst es selber, das ist derselbe Gott. Jesus ist Gott des Alten Testaments, sagst du. Und der hat doch auch Sachen ausgeübt, oder?
Du sagst, nein, die Gebote zählt jetzt nicht mehr. Nur weil da steht, liebe deine Feinde, alles andere nimmst du weg. Und die letzten 3 Jahre von Jesus, verstehst du, was ich meine? Wir gucken uns mal an, wie da weiter, dann machen wir aus. Morgen. Da gibt es ja auch eine Stelle in den islamischen Schriften, die besagt... Unsere nimmt er Wort für Wort, aber seine Stellen nimmt er nicht Wort für Wort. Hasse, da heißt es, du sollst deinen Vater, dein Kind musst du jetzt eigentlich hassen. Du sollst alles hassen. Du hast ja sowieso alles eigentlich, ja? Derjenige, der Allah beleidigt, 3 Tage lang Zeit hat, seine um Vergebung zu bitten. Also ich weiß es nicht, ob 3 Tage, aber er hat Zeit, um Vergebung zu bitten. Aber sollte jemand Mohammed beleidigen, dann muss er getötet werden, auch wenn er bereut. Er ist ja krank. Das müsst ihr euch mal geben. Ja, kann ja sein. Das ist doch genauso, wie in der Bibel geschrieben steht, dass derjenige, der Heilige Geist lästert, den wird nicht vergeben. Ja? Und wer den Vater und den Sohn lästert, den wird vergeben. Ja? Und vergeben, gar nicht vergeben, nie wieder vergeben, immer wieder vergeben. Also Elia ist auch dran, ne? Dem wird auch nicht mehr vergeben eigentlich. Ja? Diese Leuten wird nicht vergeben. Und du kommst hier an und sagst hier bla bla bla. Ja, wenn den Heiligen Geist lästert, den wird nie wieder vergeben, hatte Rissa auch gesagt. Ja, dass man nicht zweimal am Kreuz, Jesus nicht zweimal am Kreuz gestorben ist. Steht auch geschrieben in euren Schriften. Du behauptest, dass Mohammed schwarz war. Ich meine hier, dass Mohammed schwarz war. Mohammed war halt kein Schwarzer. Das ist ein Weißer gewesen. Oh, mit was er ankommt so. Unglaublich, mit was er ankommt. Aber wir haben noch eine Stelle hier vergessen. Und zwar, das ist diese Stelle hier. Hier. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Der ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Er sei ein Fremder oder ein Einheimlicher. Wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Und wenn jemand einen Menschen erschlägt, muss er getötet werden. Hier, wer den Namen Gottes lästert, muss getötet werden. Ja, was wollen wir noch hier? Sag mal, 3. Moses, Kapitel 24, Vers 16. Was willst du noch? Steht in der Bibel geschrieben, das ist dein Gott. Jesus hat es befohlen. Hat Jesus seine Meinung geändert danach? Hast du einen anderen Weg gegangen, Jesus, oder was? Na, das hat auch nie gesagt, dass dieses Gesetz aufgehoben wurde. Niemals. Hat Jesus nie im Neuen Testament gesagt. Das Gesetz hier in 3. Mose Kapitel 24, Vers 16 wurde aufgehoben. Hat er nie behauptet, ja? Also was willst du überhaupt? Ich verstehe gar nicht, was du überhaupt willst, Amir. Das zählt nicht. Aber es gibt genug Christen, die das auch Wort für Wort verstehen. Und derjenige, der getötet hat, hat das auch Wort für Wort verstanden. Der in Neuseeland umgebracht hat, hat das genauso auch verstanden vielleicht. Es gibt Christen, die das so verstehen. Das ist ja nicht schlimm. Wir lästern ja nicht Gott, ja, ihr Muslime. So, wir machen jetzt gleich Schluss. Musst du auch getötet werden, weil Mohammed war nicht schwarz. Das ist eine Beleidigung. Guck mal, wie rassistisch das Ganze sogar ist. Wahnsinn. Ja, deswegen sage ich, unternimmt eine tiefe Studie des Islams, um herauszufinden, auch an die Muslime, um nicht solche bekloppten Aussagen zu tätigen. Ja? Geh mal nach Saudi-Arabien und beleidige mal Mohammed oder so. Oder warum sollst du in Saudi-Arabien beleidigen? Warum will er unbedingt Menschen beleidigen? Warum will dieser Gestalt, farblose Gestalt, immer jemanden beleidigen? Versuch doch einfach mal ohne beleidigen. Geh mal zu Saudi-Arabien und beleidige mal Mohammed. Warum? Warum soll man Jesus beleidigen? Warum soll man Mohammed beleidigen? Sag mal. Kommen wir weiter hier. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Mohammed da gesagt hat. Dann will ich mal sehen, was mit dir passiert. Und dann, also er sagt, geh mal zu Saudi-Arabien und sag mal einfach, dass du mit Mohammed nicht einverstanden bist mit dem, was Mohammed gesagt hat. Was soll da passieren? In Saudi-Arabien gibt es Ärzte, christliche Ärzte, die mehr Geld verdienen als muslimische Ärzte. Hier hast du das. Korb. In your face. In Saudi-Arabien, bei Allah, ich bin Zeuge. Ein ägyptischer Arzt verdient viel weniger, Allahu a'lam, vielleicht sogar die Hälfte von einem christlichen Arzt. Ein christlicher Arzt, der aus Deutschland kommt, der verdient auf jeden Fall mehr Geld als ein muslimischer Arzt. Und? Hä? Ist es gerecht? Ist nicht gerecht, aber trotz allem ist es so. Die gehen mit euch richtig gut um, Mann. Ihr wird richtig gut behandelt in Saudi-Arabien und was weiß ich, in den ganzen arabischen Ländern. Ja? In Libanon darf ein Muslim nicht mehr regieren. Es darf nur ein Christ regieren, obwohl die Mehrheit muslimisch ist. Arabisch, das Muslimisch, das darf ein Muslim nicht regieren. Das steht geschrieben so, ein Muslim darf nicht regieren. Es muss ein Christ regieren. Was redest du da überhaupt? Was redest du für einen Unsinn, Unwahrheiten? Sag mal. Wie er diese Sache ausnutzt, merkt ihr das? Wie er diese Sache die ganze Zeit ausnutzt und wieder weiterhin hetzt, das ist Amir.
Der hat damals auch schon, als meine Mutter gestorben ist, hat er auch diese ganze Sache so beleidigt, beschimpft und so weiter. Ja? Hat auch gesagt, hier so und so, das war eine Strafe für dich und so weiter. Das ist Amir. Amir ist so. Amir ist der schlimmste Mensch, den ich bis jetzt gesehen habe. Wallahi billahi. Amir ist der schlimmste Mensch, den ich, mit dem ich jetzt zu tun hatte. Ich kenne niemanden, der schlimmer ist als Amir. Und jeder, der ihn beobachtet, jeder, der ihn gut findet, wallahi, der ist genauso schlimm wie Amir. Und ich hasse ihn. Für Allah. Ich hasse ihn. Schlimmer als die Pest. Aber ich kann das sagen aus dem Herzen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich verstecke mich nicht hinter irgendwie Kamera und sage das dann anders. Sage ich das? Ich sage es vor der Kamera. Ich kann das bezeugen wenigstens. Ich sehe das. Ja? Und ich bin hinter Kamera nicht anders wie vor der Kamera. Du bist hinter Kamera anders als vor der Kamera. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ja? Ich kann das sagen. Und Alhamdulillah, mir geht es richtig gut. Und du, Zorn Allahs ist über dich. Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt immer wieder. Und du nutzt solche Sachen, solche Tage noch aus, obwohl in Neuseeland, subhanallah, Muslime gestorben sind, die Familien gerade trauern. Und dann fängst du hier an, ja, diese Sache wieder den Propheten zu beleidigen. Und durch diese Videos werden Anschläge passieren. Durch solche Videos werden immer wieder Anschläge passieren. Und ganz ehrlich gesagt, du bist einer eigentlich. Also ich weiß, Allahu a'lam, ich will jetzt nicht sagen, dass du Anschläge machen würdest. Nein, will ich nicht sagen. Aber du hast auf jeden Fall Angst, sowas zu tun, weil du weißt ganz genau, dass du die ganzen Spenden dann verlieren wirst. Ja, deswegen. Aber durch deine Videos machen andere vielleicht Anschläge, weil du Hetzer bist. Du hetzt einfach auf. Und du wirst Allahu a'lam nie lernen. Du wirst es nicht lernen. Du wirst es nicht lernen. Statt eine Woche einfach mal Gedanken zu machen, was mache ich hier? Kann sein, dass jemand jetzt sich in die Luft sprengt. Kann sein, dass jetzt ein Christ verletzt wird. Kann ja sein, dass ein Christ jetzt beleidigt wird. Kann sein, dass durch mich Leute sich schlagen. Ja, daran denkst du gar nicht. Das ist dir einfach alles egal gerade. Dann sagst du, ja, ich muss es tun. Ich muss ja Jesus lieben. Aber kann sein, dass andere gefährdet sind. Andere Christen gefährdet sind wegen dir. Wegen deiner Hetze. Gucken wir uns noch ein bisschen an, was er noch sagt. Dann. Das ist ja auch nur aus irgendwelchen Gründen gesagt. Vielleicht musst du es ja auch nicht sagen, aber dann musst du trotzdem getötet werden, auch wenn du um Vergebung bittest. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und in der Bibel ist es nicht Wahnsinn. Aber im Koran ist es Wahnsinn. Islam ist Wahnsinn. Die Bibel ist nicht Wahnsinn. Echt, ey, wenn es in seiner Bibel steht, alles vergisst er. So ein richtiger Marcion-Anhänger auf einmal. Die Bibel ist schlechter Gott. Die Menschen haben den Herrn Jesus Christus der damaligen Zeit, als der Jesus da rumlief, haben den ja auch verspottet und beleidigt bis zum geht nicht mehr. Hat er mit Gewalt reagiert? Nein. Aber Mohammed hat immer mit Gewalt reagiert und das ist der himmelweite Unterschied. Was für ein Heuchler. Ja, wir haben auch Hadith ohne Ende mit die Sache mit Taif, ja, in der Zeit, wo die Leute halt Steine geworfen haben, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn verletzt haben, er ist weggelaufen, weggerannt, ja. Und dann kam das Engel des Berges, hat gesagt, oh, was soll ich machen? Ja, soll ich ja, das Volk vernichten, diese Stadt vernichten, die dir das ausgeübt hat? Der Prophet hat auch gesagt, nein, mach das nicht. Ja, so gesehen, die wissen nicht, was sie tun. Ja, so ungefähr sinngemäß. Also am Ende gibt es bei uns auch Hadithe. Der Prophet wurde beleidigt, beschimpft in den ersten Jahren, hat nichts gemacht. Als der Prophet in Mekka war, hat er gebetet, weil er hat sich niedergeworfen. Da haben die Gedärme auf seinen Kopf geworfen, ja. Er hat auch nicht gesagt, tötet die oder so. Ja, gar nicht. Aber es waren die ersten Zeiten gewesen, so wie du nicht weißt, wie Jesus war, später, Anfang, wie er davor war. Weißt du ja gar nicht. Du weißt nur die letzten 3 Jahre. Und Jesus a.s. hat auch keine Soldaten gehabt. Jesus war auch kein Führer gewesen, kein wie ein König. Der Prophet a.s. hatte später Soldaten gehabt. Er hatte die Macht auch dazu. Jesus hatte gar nicht die Macht dazu gehabt. Ja, Jesus ist immer weggelaufen. Ja, und vergiss nicht das Alte Testament, du vergisst immer wieder das Alte Testament. Jesus, dein Jesus, wo er noch nicht ein Mensch war. Ja, da hat er doch tausende von Jahren Menschen getötet und verspottet und umgebracht und was weiß ich was gemacht. Das vergisst du immer wieder, ja, dass es so geschrieben steht. Dass das Gesetz sagt, dass derjenige getötet werden soll, der nicht Sabbat feiert. Derjenige soll getötet werden, der nicht beschnitten ist, ausgerottet werden aus dem Volk. Dass die Völker vernichtet werden sollen und so weiter. Dass die Frauen und Kinder getötet werden sollen. Das haben wir schon tausendmal gesagt. Machen wir mal hier ein bisschen weiter. Wir müssen ein bisschen unser Gehirn einschalten und ein bisschen auch anstrengen. Es ist nicht viel Gehirnmasse, die wir brauchen, um das zu erkennen. Ja? Der Herr Jesus hat niemanden ermordet, aber Mohammed hat Menschen ermordet. Doch, der Jesus hier bei dir, hier in diesem Video sagst du selber, dass Jesus vorher ermordet hat, bevor er Mensch wurde.
Mann. Obwohl du... Ich bin nicht einverstanden mit dem, was er getan hat. Und das habe ich auch in... Aber guckt euch, Mann, das reicht. Wir machen nicht mal weiter. Komm mal. Subhanallah, ja, nee, wirklich. Ich will mir gar nicht angucken. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne restlichen Minuten nicht, was er da sagt. Allah, dann vielleicht sagt er irgendwas, wo man ihn wieder platt machen kann, aber wir wollen das nicht. Egal, interessiert uns nicht mehr. 49 Muslime sind heute gestorben. Von einem Christen. Von einem Christen. Es ist nicht christlich, aber es ist von einem Christen passiert. Und er versucht, sich recht zu fertigen. Und immer noch hassvoll. Er benutzt das, er nutzt es, diese Sache sogar aus. Ja. Statt ein bisschen ja nicht zu denken und ein bisschen den Verstand zu nutzen und zu sagen, vielleicht hetze ich ja doch. Ja, was ist denn, wenn jetzt ein Anschlag passiert durch meine Videos? Nein, er zieht keine Lehre. Er versucht immer noch weiter. Ist er hartnäckig und beharrt immer noch auf seine Lügen. Und wie kann es denn sein? Also wie, das ist doch subhanallah, das reicht doch schon, oder? Amir, reicht das nicht langsam aus? Wie oft sollen wir dich noch widerlegen? Gestern haben wir dich schon, ja? Und heute machst du wieder ein Video. Wie oft noch? Du hättest 3 Minuten was so Gutes sagen können. Ja, ich möchte auf jeden Fall die Muslimen, ja, auch wenn wir jetzt ganze Zeit Videos machen gegen die Muslimen, wünsche ich trotz allem das Gute für die Muslime und mein Beileid, ja. Keineswegs, das fehlt hier ganz komplett bis jetzt. Das wird auch, glaube ich, das hätte er am Anfang sagen müssen. Wieso soll er am Ende sowas sagen, ne? Das fehlt hier. Warum? Weil dieser Mensch aus dem Herzen ausspricht teilweise und dann auch Hass gefüllt ist, und Sachen erzählt, immer noch Unwahrheiten erzählt und immer noch Hetze verbreitet, damit Menschen diese diese Anschläge ausüben. Weil das passiert durch diese Hetze. Durch diese Hetze. Er ist vielleicht nicht derjenige, der diese Attentat begeht, aber durch solche Hetzen passieren solche Attentaten. Warum soll dieser Mensch in eine Moschee reingehen und rumballern und 49 Muslime einfach eiskalt umbringen? Warum soll er das tun? Das kann nur durch Hetze passieren. Das geht einfach nicht. Und dann noch sein Grund, das haben wir schon erwähnt, der will die Türken, der will keine Muslime haben, der will, ja, das ist ja sein Grund. Das geht nicht um hier um andere, das geht nicht um Buddhisten, Hinduisten, es geht hier nur um Muslime gerade. Das heißt, er wurde Hass gefüllt durch solche Videos und hat dann diesen Angriff begangen. Wir wollen nicht viel reden. Subhanallah, dass er diesen Tag sogar ausnutzt und immer noch hetzt. Das zeigt, dass er so tief erniedrigt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er so, yani so vom Feinsten widerwärtig ist. Mehr kann man dazu nicht sagen. Inshallah kommt demnächst noch mehrere Videos.